BYD, der größte Elektroautobauer der Welt. 2008 ist Warren Buffett da eingestiegen und damit hat er auch ein Vermögen gemacht. Und wir fragen uns heute, soll man da immer noch einsteigen? BYD kommt immerhin aus China. China ist der größte Elektroautomarkt der Welt und BYD ist in China der größte Anbieter. Also ist die Aktie vielleicht immer noch sehr interessant. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. BYD. Früher war das ein Unternehmen, das hat Handys zusammengeschraubt und Komponenten hergestellt und dann noch kleinere Batterien und Akkus, so für Laptops und für Smartphones. Kein Mensch hat die gekannt. Aber das hat sich schlagartig geändert, weil 2008 ist nämlich Warren Buffett da eingestiegen mit 230 Millionen Dollar. Jetzt gehören ihm 8,25% und der Anteil ist jetzt 1,9 Milliarden Dollar wert. Das heißt, Warren Buffett liegt mit seinem Investment 700% im Plus. Er hat's wieder ganz fabelhaft gemacht, natürlich. Heute steht BYD natürlich auch ganz anders da. BYD ist gewachsen im Akkubereich. Da geht es jetzt vor allem um Elektroauto-Akkus und ganz große Stromspeicherlösungen. Und was natürlich noch wichtiger ist, BYD ist ein großer Autohersteller geworden mittlerweile und vor allem ein großer Elektroautohersteller. Da ist BYD nämlich Marktführer mittlerweile in China und Sie wissen auch, China ist der größte Elektroautomarkt der Welt mit Abstand. 2018 ist der Absatz von Elektroautos in China nochmal stark gestiegen und zwar um 62% auf 1,3 Millionen Fahrzeuge. Und das in einem Jahr, wo der chinesische Automarkt insgesamt, also inklusive konventionelle Autos, ja eher geschrumpft ist. Ich habe hier viel gemacht schon zu Autoaktien, also vor 3 Wochen Autoaktien allgemein, international. Dann haben wir hier China-Autoaktien besprochen, Einzelaktien ja auch, Geely zum Beispiel, dann Elektroautoaktien, die Newcomer, NIO, Byton, das finden Sie hier auch alles auf dem Kanal. China-Autoaktien sind momentan wieder ganz interessant. Die haben sich stark erholt die letzten Wochen und gerade auch die letzten Tage haben wir nochmal einen starken Anstieg gehabt, weil China stützt jetzt sehr wahrscheinlich auch den klassischen Autosektor. Das heißt, der ganze Sektor zieht jetzt wieder an. Können wir heute leider nicht alles behandeln. Jetzt geht es nur um BYD, aber wir machen zum China-Autosektor mit unseren Aktienfavoriten auch ein Update im Report. Der geht nächste Woche dann raus. Die Reports von uns, da melden Sie sich einfach einmal an. Dann kriegen Sie die auch immer regelmäßig und natürlich komplett umsonst. Also hier jetzt heute BYD im Video und im Report nächste Woche China Autoaktien. Und anmelden tun Sie sich auf www.zukunfts-märkte.de. Das ist der Chart von BYD, 5 Jahre in Hongkong-Dollar. Da können wir sagen, also in letzter Zeit ist es da nicht mehr so schlecht gelaufen. Wir haben eine scharfe Korrektur gehabt in der ersten Jahreshälfte 2018. Da hat China Subventionen gestrichen für Elektroautos zum Beispiel und der Gewinn ist auch stark zurückgegangen und dementsprechend dann die Kurskorrektur da eben. Aber in der zweiten Hälfte von 2018, da ist eigentlich bei BYD ist es besser gelaufen als bei den ganzen anderen China-Auto-Aktien. Die hat es da nämlich im zweiten Halbjahr erst recht erwischt. BYD hat sich da aber schon wieder stabilisiert und war damit eigentlich in der zweiten Jahreshälfte ein Outperformer schon wieder. Und jetzt die letzten Wochen, das sieht man ganz rechts, da zieht die Aktie jetzt auch wieder an. Und das hier ist eine Statistik mit BYDs Absatz letztes Jahr und die erklärt die
Kursentwicklung auch teilweise. Ich hoffe, man erkennt da was. Wir haben also oben in grün Elektroautos und Hybride, alles was da dazugehört noch, also Elektrobusse auch zum Beispiel, da ist BYD ja auch stark, auch international mittlerweile. Und unten in rot, das sind die Benziner von BYD. Und gerade letztes Jahr, da sieht man es ganz genau, dass von den Benzinern der Anteil stark zurückgeht. Also im Januar hat BYD noch 35.000 verkauft, im Dezember waren es dann nur noch 23.000, also ein Bedeutungsverlust von den Benziners. Und bei den Elektroautos umgekehrt, am Anfang vom Jahr sehr schwach, 7.000, 8.000 Stück im Monat, lag auch saisonal bedingt und an der Modellpolitik, aber gerade im vierten Quartal, also haben wir im Dezember zum Beispiel einen Anstieg auf 47.000 Stück. Und damit hat BYD insgesamt 248.000 Elektroautos und Hybride verkauft, also fast so viel wie Benziner. Zu der Grafik gibt es noch was zu sagen, die habe ich nämlich nicht selber gemacht, sondern die habe ich bekommen vom Zuschauer M4758406 zur freien Verfügung. Herzlichen Dank dafür und es zeigt auch wieder mal, wir haben großartige Zuschauer hier. Unsere Zuschauer sind keine Pappnasen, unsere Zuschauer sind tüchtige, ernsthafte, aktienbegeisterte Anleger. Ich sehe es immer wieder, ja auch an den Kommentaren. Wir haben hier tolle Leute, interessante Leute und dafür will ich mich heute auch mal ausdrücklich bedanken bei Ihnen. Danke, danke für die Kommentare, für die Anregungen, für die Debatten, die Sie immer wieder anstoßen hier auf dem Kanal. Zukunftsmärkte ist jetzt noch kein großer Kanal, aber dafür haben wir die guten Leute hier und so soll es auch bleiben und so macht es eben auch wirklich Spaß. Und dafür Ihnen allen heute mal ganz ausdrücklich vielen Dank. Aber bevor ich jetzt zu rührselig werde, Sie wollten ja was zu BYD hören. Also wir haben gesehen, BYD profitiert in China vom starken Elektroautomarkt. Gesamtabsatz ist dadurch auch gestiegen um 27%, was nicht wenig ist in der Marktlage. BYD entwickelt sich dadurch auch besser als der Sektor, weil der ist ja geschrumpft letztes Jahr. Aber trotzdem, der Gewinn von BYD, der ist letztes Jahr zurückgegangen und zwar um 32%. Und das sagt uns, starker Elektroautomarkt, das heißt nicht automatisch hohe Gewinne oder steigende Gewinne bei BYD. Und woran liegt es, dass der Gewinn zurückgegangen ist? Einmal steigende Kosten, hohe Investitionen, das haben wir ja bei fast allen Autokonzernen momentan. Dann die Konkurrenz wird auch härter. Und die Subventionen in China, mit denen man da den Markt ja stark angeschoben hat, die gehen jetzt wieder deutlich zurück. Wir haben 2018 eine harte Förderkürzung gehabt und jetzt gibt es wieder eine, die wieder sehr hart ist. Also zum Beispiel Autos mit geringer Reichweite unter 250 Kilometer, da fällt die Förderung jetzt komplett weg. Für die anderen haben wir Kürzungen um bis zu 60% und sogar für die Autos, die weiterfahren als 400 Kilometer, auch für die geht jetzt die Förderung um 50% zurück. Und das heißt für die Hersteller Preisdruck, Margendruck und alles wird härter. Und nächstes Jahr, da wird es noch schlimmer wahrscheinlich, da gibt es nämlich wahrscheinlich gar keine Förderung mehr in China mit den entsprechenden Konsequenzen dann eben auch wieder für die Elektroautobauer. Und das heißt jetzt nicht, dass der Boom vorbei ist in China. Der Elektroautoboom, der geht da weiter. Man wird das dann machen mit Quotensystemen oder wie auch immer. China will, dass Elektroautos sich durchsetzen und das wird dementsprechend auch so kommen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Was mir Sorgen macht, und das habe ich auch schon öfter erwähnt, die Euphorie, die wir da haben in China für Elektroautos. Die Begeisterung, alle sind begeistert, alle wollen rein in den Markt, alle ziehen jetzt Kapazitäten hoch. Das kann für den Sektor noch sehr schwierig werden die nächsten Jahre. Und wenn es schwierig wird, dann trifft das als Marktführer sehr wahrscheinlich auch BYD.
Es gibt neue Zahlen zu dem Markt und wenn man die sieht, dann hat man den Eindruck, es wird alles eher noch schlimmer als besser. Also es gibt jetzt zum Beispiel in China 480 Elektroauto-Startups, also Firmen, die sagen, wir entwickeln Elektroautos und produzieren die dann auch. Wenn man die alle ernst nimmt, also wenn die alles umsetzen, was sie momentan ankündigen, dann haben wir das nächste Jahr aus dem Bereich eine Produktionskapazität von Elektroautos von 3,9 Millionen pro Jahr. Das ist das Dreifache von dem, was letztes Jahr verkauft worden ist insgesamt und das nur von den Startups. Wir haben aber noch die normalen Autokonzerne in China und wir haben dann noch die internationalen Autokonzerne. Wenn man jetzt bedenkt, dass zum Beispiel Volkswagen 14 Elektroautomodelle hat, die sie jetzt unterbringen wollen in China auf dem chinesischen Markt. Also jeder will jetzt in China Elektroautos verkaufen, jeder baut Fabriken. Und es gibt Schätzungen von Fitch, von der Ratingagentur, die sagen, wenn man das alles zusammennimmt, was da hochgezogen wird, dann haben wir 2020, also nächstes Jahr, in China eine Elektroautoproduktionskapazität von 20 Millionen pro Jahr. Das ist fast das 20-fache von dem, was letztes Jahr verkauft worden ist. Das ist mindestens das 10-fache von dem, was dieses Jahr verkauft wird. Der Markt wird es nie aufnehmen können und das wird meiner Meinung nach für die Hersteller ein Horror-Szenario und damit sind die alle konfrontiert und auch wieder BYD natürlich als Marktführer. Und da kommt noch dazu, die Aktie ist auch nicht mehr billig. Börsenwert ist jetzt bei um die 20 Milliarden Euro umgerechnet, das ist nicht wenig. Der Markt rechnet mit einem Gewinnanstieg immerhin um 46% dieses Jahr, was schon sehr gut wäre, aber auch wenn es dazu kommen sollte, hätten wir dann für dieses Jahr immer noch ein KGV von 36. Also die Aktie ist auch viel höher bewertet als der Sektor, wächst natürlich mutmaßlich auch stärker. Was spricht für BYD? BYD hat natürlich viel geschafft, hat was auf die Beine gestellt. Diese Marktführerschaft in China, das ist schon eine Leistung. BYD hat sich da gegen harte Konkurrenz durchgesetzt. BYD ist ja kein Staatsunternehmen, darf man nicht vergessen, haben sich aber gegen staatliche Konkurrenz durchgesetzt und sind konkurrenzfähig mittlerweile auch im Ausland mit Elektrobussen, mit Taxis und so weiter. Man soll also nicht den Fehler machen, dass man BYD unterschätzt. Aber es ist auch kein No-Brainer. Es ist nicht so, dass man sagen kann, wir haben einen Elektroautoboom in China, also BYD kaufen, die machen Elektroautos. Da machen sich die Leute meiner Meinung nach viel zu einfach. Es hängt ganz viel davon ab, wie China das handeln wird mit dem Markt die nächsten Jahre. Ob der Markt diese Kapazitäten absorbieren kann die nächsten Jahre, weil das Überangebot, das werden wir haben. Und das wird kommen und die Konkurrenz meiner Meinung nach wird die hier nochmal in den nächsten Jahren sehr hart. Dieses Risiko sehe ich auf jeden Fall mittelfristig, kurzfristig für die Aktie. Stimmung ist gut, Momentum ist gut, man kann wahrscheinlich ein bisschen was verdienen da, wenn man Trader ist, aber mittelfristig muss man aufpassen, würde ich sagen. Man muss aufpassen, wie sich der Markt entwickelt, man muss da wirklich dranbleiben. Und wir tun das hier auch. Und wenn Sie das mit uns verfolgen wollen, wie sich der Markt da entwickelt, einfach Kanal abonnieren, beim Anmelden die Glocke drücken, dann gibt es überhaupt kein Problem mehr da. Dann kriegen Sie alle Beiträge von uns jederzeit mit, gleich in dem Moment, wo Sie da sind und Ihnen geht da nichts mehr verloren oder durch die Lappen. So. Und für Warren Buffett, was heißt das jetzt für den? Dem ist es wahrscheinlich wurscht. Der ist so früh eingestiegen bei BYD, der liegt derart im Plus, dass er wahrscheinlich einfach dabei bleibt. Das kann ihm auch relativ egal sein. Eine neue China-Wette von Warren Buffett gibt es nicht meines Wissens, zumindest keine große. Und er ist ja sowieso konservativer geworden die letzten Jahre. Aber man kann aus der ganzen Geschichte eins lernen: Wer früh investiert in solche spannende Wachstumsunternehmen, wer da auch mittelfristig, langfristig ein bisschen dabei bleibt, der kann damit schon einiges verdienen. Früh dabei zu sein, das heißt auch, man muss sich beschäftigen natürlich mit solchen Firmen, bevor jeder davon spricht, bevor sie gehypt werden.
Das ist eben auch nicht einfach, das ist schon klar. Solche Unternehmen muss man erstmal finden. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sowas finden, die ist momentan in China viel höher als bei uns oder auch in Schwellenländern allgemein. Wenn Sie sowas suchen, solche Unternehmen, dann sind die Schwellenländer die Börsen, wo Sie auf jeden Fall auch nach sowas suchen sollten. In diesem Sinne, bleiben Sie den Schwellenländern treu und nicht vergessen, nächste Woche Report China Autosektor jetzt anmelden, www.zukunfts-märkte.de. Link ist hier nochmal unter dem Beitrag auch. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche, wenn Sie wollen. Alles Gute Ihnen. Danke fürs Zuschauen.